Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Ja, wir stehen jetzt vor der ISO-Kammer. Wir haben 5 Scherben. Und damit holen wir uns auch mal 2 nette Sachen schon mal. Ausgezeichnet. Die Scherben bewirken etwas. Wir nehmen das. Das Sama-Sama. Und dann haben wir hier noch... Das nehmen wir uns auch mit. Das Schwert. Gucken wir uns auch gleich direkt mal an. So, genau. Dann gucken wir uns mal das direkt an. Wir haben sogar lauter neue Farben schon wieder. Genau. Waffe. So. Der Schaden ist natürlich insane, ne? Die maximale Gesundheit wird um 50% gesenkt, aber der Schaden um 50% erhöht. Ja, aber das ist ja... Absolutely. Verteidigung ist halt insane hoch, ne? Der Dolch. 36 macht meiner. Macht 27. Jeder 5. Treffer heilt 10% vom Wasser ins Gesundheit. Ja, gut. Probieren wir es mal. So. Dann Nachforschung. Da haben wir jetzt schon mal das. Ich habe mehrere Scherben, diese Ultraschnitte. Genau, jetzt brauchen wir nur noch... Ah, wir könnten mal kurz hier zu den Boy. Weil da hätte ich noch ein paar Sachen zum Abgeben. Können wir mal schnell zu Davish. Da habe ich nämlich noch ein paar Sachen, die ich abgeben kann. So, jetzt haben wir mal 2 neue Waffen. Mal gucken, wie das läuft. Gucken wir uns mal einfach an. So... Zack. Kriegen die Gegenstände zu Davish. So, dann, Verfolge ich das schon? Hi. Jetzt mach doch. Ich klau den Boy doch. Hallo. Danke. Ewig gedauert. So. Komme ich hier irgendwie an der Seite oder so? Nee, ich muss hier hoch, ne? Ich das direkt mal mit. Why not? So. Machen wir hier? Ah, da hatte ich Geld. Gut, dann gehen wir mal rein und bringen ein paar Gegenstände. Moin moin. Du sagtest, du bräuchtest Hilfe, Darwish. Dabei den Aufstand aufrechtzuerhalten, nehme ich an. Richtig. Mit Geld lässt sich da viel erreichen. Aber ohne die richtigen Mittel lässt sich schlecht an Geld kommen. Sieh mal. Es heißt, dass unsere feinen Bürger seltene und einzigartige Gegenstände mit sich herumtragen. Erleichtere sie von dieser Bürde, Bassimund, werde belohnt. Artefakt abgeben. 2 Stück habe ich schon. Hier ist etwas für dich. Ha, noch mehr Plunder. Ich nehme ihn dir ab. So, Und du weißt wirklich, wie man die benutzt? Becher ist voll. Der weise Mann pflegt seine Ausrüstung. Mit. Mal den ganzen Plunder verkaufen. Für dich, Bassi, mein... Bis dann, Sad. Pass auf dich auf. So. Dafür haben wir ein bisschen Materialien gekriegt. Dodele. Ist aber schon scheiße eigentlich, ne? Dass meine Gesundheit jetzt verringert ist durch den Kack. Das nervt mich halt schon ein bisschen.
Geschichten aus Bagdad. Ja gut, wir könnten da rein und mal gucken. Weiß halt, wie hoch der Damage ist, ne? Verteidigung ist hoch, aber der Damage ist sehr, sehr niedrig. Deswegen müssen wir mal gucken. So, Nachforschung. Nachforschung, das war jetzt. Genau, das ist das nächste. Dann schauen wir mal. Ja, jetzt sei es runter. Du kommst reichlich spät. Hast du auf mich gewartet? Ich warte auf keinen Mann. Du siehst müde aus. Ein kleines Abenteuer hilft mir schnell wieder auf die Beine. Gibt es Neuigkeiten? Mali findet, es sei an der Zeit, den Palast anzugreifen. Die Spitzel sind abgelenkt und das Volk gespalten. Inwiefern? Einige behaupten, der neue Kalif hätte den Thron von Abu Abdullah ibn el-Mutawakil gestohlen. Was weißt du über ihn? Wenig. Er war im Palast in der Nacht, als sein Vater... In der Nacht, als ich in diese Truhe griff. Meisterin, konnten wir inzwischen mehr über den Gegenstand darin erfahren? Warum fragst du? Es ist nicht gut, dass wir so wenig über etwas wissen, das dem Orden so wichtig ist. Sollten wir nicht danach streben, den Feind besser zu kennen, um ihn zu besiegen? Sei gegrüßt, Basim. Störe ich gerade? Nein. Wenden wir uns unserer Arbeit zu. Natürlich. Abu Abdullah. Rivka sagt, du hättest seine Mutter Kabiha getroffen? Ja. Sie könnte an der Spitze des Ordens stehen. Sie oder die Dichterin Arib. Oder Statthalter Muhammad. Alle drei hatten Verbindungen zum Feind. Muhammad ibn Tahir. Seine Vettern verwalten das Land, auf dem sich Alamut befindet. Ihr Schutz ist das Einzige, was unsere Feinde fernhält. Ich schnitt dem Feind die Beine vom Leib, Meisterin. Lass mich zuschlagen, solange die Stümpfe noch bluten. Ich demaskiere ihn und finde heraus, was er will. Basim hat recht. Wir müssen schnell handeln. Gehe zur runden Stadt. Spähe alle drei aus, doch schreite nicht zur Tat. Erstatte mir auf dem Haus des Geheimsiegels Bericht. Hätte er trotzdem jetzt gern noch gewusst, was das mit den Dings auf sich hat. Ja, wir klicken einfach mal durch. Dein sei mein Gast. Wir haben 300 Körperzersetzung. Mal das rein. Stärkerpfeil, genau. Den will ich noch haben. Zack. So. Genau. Das passt. Subi. Genug ist. Beginn. Danke, dass ihr eure Gaben teilt. Bis bald. So. Ich versichere dir, ich kann halt nichts. Dichterin, Politiker und Konkubine. Bald werde ich wissen, wer von ihnen die Maske trägt. So, dann gucken wir mal. Wir fangen am besten mit ihnen an. Finde Arib. Hier fangen wir direkt an.
Blatt könnte mehr wissen. Er ist da drinnen, ne? Aha, jetzt ist der da drin. Vlad, wir müssen reden. Vlad, mein Fundort von Fakten, mein Ausschank der Antworten. Womit kann ich dir helfen, Basim? Erzähl mir von Arib. Ihre Worte waren für Mitglieder des Ordens nahezu heilig. Eine begnadete Künstlerin und Dichterin. Arib erlangte dank ihrer Kunst die Freiheit. Tabit erzählte mir, sie hätte ein prunkvolles Heim in der runden Stadt. Weitere Fragen? Was weißt du über Kabiha? Sie hatte Verbindungen zur Schatzmeisterin. Kabiha wurde in die Sklaverei geboren und stieg zur Lieblingskonkubine El-Mutawakils auf. Ihr Sohn wurde jedoch nicht Kalif, womit ihre Zukunft unsicher ist. Weitere Fragen? Erzähle mir vom Statthalter. Ich sah, wie er Wasif at-Turki Befehle erteilte. Muhammad ist einer der Tahirian, mächtige Vizekönige der Kalifen in Persien. Er verwaltet ganz Bagdad von seinem Sitz am Gericht aus. Weitere Fragen? Ich danke dir, Fulad. Okay. Gut, dann machen wir jetzt erstmal der Fuchs oder Jäger. Das heißt, wir müssen da lang. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit diesen Waffen hier einschätzen soll. Ob die gut sind, ob die scheiße sind. Toll. Das müssen wir halt mal jetzt erstmal rausfinden. Weil ich bin mir da noch ganz unschlüssig. Müssen wir mal rausfinden. So. Dann geht's hier hoch. Hier runter. Abrollen. So wie die runde Stadt. Du bleib mal stehen, ich wollte dich beklauen. Oh shit. Passiert? Euch die Bewegungen der Planeten? Schwelgt ihr in der Musik der Gestirne? Der Kalif freut sich zu verkünden, dass der anerkannte Sternkundler Abu Masha eine neue Abhandlung. Mich zu früh verklickt, ey. So eine Scheiße. So. Weil meistens, wenn es länger dauert, mit dem Klicken. Dann ist es meistens, Dings. Hier ist ein Mitglied von Athiab. Noch eine Scherbe. So, das war's für ihn. Dann haben wir den schon mal weg. Okay. Ja, was willst du jetzt? Ich hab doch nichts gemacht. So. Leite mich, Enkidu. In der Zeit können wir Arib finden. Ganz weit weg. Hier ist der Kreis ganz klein. Da. So ja. Schöne Häuser. Und welch ein Kontrast zu den armen Siedlungen El Anbars. Ja, da kommen wir nicht rein. Da kommen wir nicht rein. Das heißt, wir müssen hier hoch.
hier unten könnte sein. Hoffentlich ist sie zu Hause. War denn jetzt diese Kugel hier? Die wollte ich ja auch einsammeln. Die habe ich gar nicht gesehen. Du wirst mich nicht von meinen Gästen fernhalten. Das ist mein Haus. Bezahlt mit meiner Großzügigkeit. Bezahlt mit meiner Genialität. Wenn es um Andenken, Gefallen und persönliche Widmungen geht, findest du Saida Arib nach ihrem Vortrag im Garten. Guten Tag. Du musst ihr Gönner sein. Es ist mir eine Ehre, Saidi. Mit Verlaub, ich ersuche ein Treffen unter vier Augen mit der Dichterin. Ist das so? Ihre Sprache macht mich sprachlos. Symmetrie von See und Himmel, so bewegend. Ich wünsche nur, ihr meine ehrliche Bewunderung auszudrücken. Schöne Worte. Fast so schön wie die ihren. Und genauso falsch. Wir beide kennen die Maske, die sie trägt. Nicht wahr? Maske, Saidi? Genug mit dem Saidi. Ich weiß, was du bist. Warum du hier bist. Glaubst du, ich hätte dich nicht in den Schatten herumschleichen sehen? Sie ist nicht länger Teil eurer Ränke, eurer geheimen Treffen, eurer albernen Spitznamen. Ich habe sie davon befreit. Denn ich lasse ihre Tür bewachen. Meine Männer verfolgen ihre Vorträge. Jeden Brief, den ihr ihr schicktet, ließ ich zerreißen und zurücksenden. Zurücksenden? Du findest einen Stapel in der Postverwaltung. Verbrennt sie, vergrabt sie, tut, was ihr wollt. Meinetwegen könnt ihr daran ersticken. Postverwaltung? Alberne Spitznamen, geheime Treffen. Der Gönner könnte mich für ein Mitglied des Ordens der Ältesten gehalten haben. Die Briefstapel in der Postverwaltung könnten mehr verraten. Mal sehen, welche Maske du trägst, Dichterin. So. Dann schauen wir mal. Aber das, können wir dann in der nächsten Folge machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und tschüss.